Nicht vergessen, bei uns sind aber auch Ausbildungsmöglichkeiten. Gerade hier eröffnet sich ein grosses Spektrum und viele Möglichkeiten auch für die Jugendlichen. Insgesamt sind es über 4.400 Mitarbeitende und 70% von unseren Betrieben bilden Lernende aus. Circa 1100 Jugendliche lehren eine Kasse im Beruf in der Schweiz. Wir haben vorhin von Schnupperlehrgängen geredet. Das heisst, nicht nur ein Büchlein mit Tätigkeiten, die man dann während der Schnupperwoche erledigen miteinander, sondern auch eine Begleitung von der Schnupperlehre und eine Auswertung mit anschliessender Besprechung mit den Jugendlichen, so dass man weiss, hat jetzt das etwas gebracht, wo sieht man die starken Seiten, wo muss man sich entwickeln, passt das, passt es nicht. Und zwar auf beiden Seiten muss es passen. Fingerwald ist Ausbilder mit Tradition und Überzeugung. Die Waldiger Rosserie AG Uster besteht seit über 65 Jahren und hat immer grossen Wert auf die Ausbildung von Nachwuchsgewerbe. Wir bilden pro Jahr in den Berufen Rosserie Spengler, Fahrzeugschlosser und Rosserie Autolackierer jeweils ein Jugendlichen aus. Die Lehre hat vielleicht auch Mitbürgerkulturen jeweils 4 Jahre, somit sind bei uns jetzt 6 Lernende tätig. Ich bin Adrian Kübler, bin im vierten Lehrjahr bei der Walde und als Fahrzeugschlosser dort tätig. Was habt ihr bis jetzt gelernt in der Lehre? Ich kann schweissen, löten, abbiegen, Rohr biegen, Blech biegen, Pläne lesen, auch berechnen und ja, alles Mögliche. Ja, mein Name ist Len Bondle. Ich bin im vierten Lehrjahr als Garossier in der Fachbereich Spenglerei. Warum habt ihr euch für eine Lehre in der Karosseriebranche entschieden? Mich fasziniert die Arbeit am Fahrzeug und das Fahrzeug selber, die Technik, die darin versteckt ist. Und einfach auch vor allem die Arbeit mit der Hand, die handwerkliche Arbeit, gefällt mir. Welche Aufgabe habt ihr am liebsten? Welche Aufgabe? Ja, eigentlich ein Fahrzeug von A bis Z zu reparieren. Das heisst, Teile demontieren, dann die kaputt sind, zu richten und auszubühlen. Dann zum Lackierer gehen und wenn es wieder kommt, wieder alles schön montieren, dass es wieder tiptop aussehen. So eigentlich das Ganze durchführen, das ist das, was mir gefällt. Ich bin Ramon Dietsche, ich bin im zweiten Lehrjahr als Karosserielackierer bei der Firma Walde AG. Was fasziniert euch an eurem Beruf? Die verschiedenen Autos, sind immer andere Sachen, was man machen muss. Es sind immer neue Aufgaben. Was habt ihr bis jetzt gelernt in der Ausbildung? Es ist eigentlich alles, was man braucht. Farben anmachen, ausschleifen, spachteln. Ja, eigentlich alles Farben zusammenmischen. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Was sind eure Zukunftspläne? Eigentlich immer noch auf dem gleichen Beruf, vielleicht noch mit einer Weiterbildung. Ja, so ist schon eigentlich das Gleiche. Er ist vielseitig präsentiert worden, das hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr gut organisiert, das schätze ich. Und man hat einen guten Einblick bekommen. Also es ist wunderbar. Ich bin extra aus Basel angereist und habe das anschauen. Das ist eine gute Sache hier. Interessant. Die 3 verschiedenen Briefe, die vorgestellt worden sind, auch Perspektiven mit den anderen 2 Briefen, die werden kommen. Ja, dann fühle ich nicht viel Neues, aber eben, ich bin ein bisschen vorbelastet. Kennst du ziemlich, oder? Es ist auch ein bisschen darum gegangen, zum vielleicht mal abklären, ob das etwas wäre für unsere Junior dann einmal, oder? Ja, die Vielseitigkeit auch wieder. Je vielseitiger dass einen ausbildet, ist, desto größere Chance hat in meinen Augen auch einmal für spätere Berufs- oder Lebenswege. Ich habe es spannend gefunden. Es hat mir gut gefallen. Und ja, vielleicht werde ich mich bewerben als Autokarosserielackierer. Also ich habe viel erfahren und es hat mir auch sehr gefallen. Auch man hat mich im Beruf gesehen und alles. Und, ja.
Was hat dir am besten gefallen? Welche Berufe dich interessieren? Es gefällt mir eigentlich alles gleich gut. Also ich könnte jetzt gerade alles auf einmal schnuppern gehen oder ja. Was gefällt dir besonders an diesen Berufen? Was fasziniert dich daran? Ja, die Handarbeit und ja, es wird eigentlich nicht langweilig. Man hat immer etwas zu tun und ja, sonst eigentlich auch mit dem Team hat es mir wahrscheinlich auch lustig, wenn man es kennt und so und ja.